Ja, auch wenn ich Dinosaurier unglaublich mag, muss ich leider weitergehen. Oder was heißt leider, aber ich muss halt weitergehen. Ich habe hier auch eine Seidenstraßenausstellung gefunden. Landau liegt ja quasi mittendrauf, es hat ja auch keine andere Wahl. Das ist ja der einzige Weg zwischen Ostasien und Zentralasien, beziehungsweise dann auch weiter bis nach Südasien und Europa. Sie fangen relativ früh an mit der Seidenstraße. Wir sind hier in der Bronzezeit, deswegen halte ich auch auf ein Bronzeobjekt. Und zwar ist das der Kopf eines Streitkolbens. Und hier sind 6 Stück in der Vitrine, 4 davon aus Stein, einer aus Keramik und dieser aus Bronze. Und diesen aus Bronze finde ich ganz interessant. Der hat nämlich an allen 4 Seiten ein Dekor von 4 Schafsköpfen oder Ziegenköpfen. Wahrscheinlich sind das eher diese Bergschafe mit diesen eingerollten Hörnern. Und man hat auch im Nahen Osten solche Streitkolbenköpfe gefunden. Und da ja damals Bronze allgemein sehr selten und sehr wertvoll war, geht man davon aus, dass die in rituellen Kontexten verwendet wurden. Hier haben wir ein Jadeobjekt, dieses Mal aus einer Kultur, die wir auch aus dem ersten Museum schon kennen, nämlich von der Zisia-Kultur, 2100 bis 1700 vor Christus ungefähr. Ja, ein jadenes Zungenröhrchen und diesmal in einer sehr großen Ausführung. Also ich würde schätzen, es ist ungefähr 15 cm hoch und hat einen Durchmesser von, naja, vielleicht 6 oder 7 cm. Ich gehe noch mal ein bisschen nach oben, damit man wirklich sieht, dass es nach oben hin geöffnet ist und dass es eine Röhre ist. Also ein Zungenröhrchen. Auch hier gibt es wieder Keramiken zu betrachten. Das ist auch wieder von der Madja-Jau-Kultur. Und ich habe eben bei der hauptsächlichen Keramikausstellung einen Aussprachefehler begangen. Ich habe da Ma Guang gesagt, ist aber Ma Chang. Und auch diese Kanne, ich denke, man kann sagen, dass es eine Kanne ist, stammt aus der Gegend um Ma Chang. Beziehungsweise wird als Marchang-Stil kategorisiert. Der Scherben ist leicht rötlich und die Bemalung auf der Kanne ist ein schwarzes Zickzack-Muster im Bereich des Bauches oder des Körpers der Kanne, bestehend aus 4 Zickzack-Linien, die sich bis dort, wo sich das Gefäß verjüngt, erstrecken vom Boden des Gefäßes aus. Der Boden ist übrigens flach. An dem Anteil des Gefäßes, wo es beginnt sich zu verjüngen, gibt es 3 waagerechte, parallele schwarze Linien und darüber gibt es wieder eine Zickzacklinie, wobei allerdings diesmal diese Spitzen dieser Zickzacklinien hinter diesem Bänderdekor verschwinden, beziehungsweise über die Gefäßlippe hinausgehen. Das Gefäß hat einen Henkel, der relativ praktisch zum Anfassen aussieht, hat allerdings keine Tülle.